Vater. Was denn? Ach, nun hör doch auf zu spielen, Vater. Oh, Lisbeth, sei doch nicht immer so streng mit mir. Ich bin gar nicht streng. Aber du musst doch jetzt endlich was Vernünftiges tun. Ist es etwa nicht vernünftig, wenn ich Musik mache? Nee. Oh, Lisbeth, du bist jetzt schon beinahe 60 Jahre alt und hast immer noch keinen Sinn für Kunst. Vorgestern hast du Christian Hinker versprochen, ihm einen Korb Tinerkorken zu schnitzen. Und bis jetzt hast du noch nicht einmal damit angefangen. Lisbeth, es hat geklingelt. Ja. Mach auf! Ja. Wird das schon wieder sein? Nicht zur Ruhe kommt man hier. Tag, Obergroßmutter. Komm rein, mein Junge. Hallo, Urgroßvater. Boy, Junge, das ist ja fein. Wo kommt